Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Ich habe hier gerade einen Hinweis bekommen, als ich gestartet habe. Wichtiger Hinweis von Vault-Tec. Zusammen haben wir einen gigantischen Meilenstein erreicht. Mehr als 100 Millionen Aufseher haben ihren eigenen Vault in Fallout Shelter erbaut und verwaltet. Nimm bitte als Dankeschön dieses Geschenk von Vault-Tec an. Danke und komm morgen wieder, um eine weitere tolle Belohnung zu erhalten. Oh, cool, wir kriegen heute eine Belohnung. Ich würde sagen, diese drei Lunchboxen bekommt ihr. So, die Frage ist nur, wie. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben Mitte des Monats. Eine Lunchbox davon wird sein, dass wir wieder mal, eigentlich brauchen wir wieder eine Herausforderung, ne, für euch. Ich würde sagen, die machen wir nächste Woche. Das heißt, wir nehmen die drei Lunchboxen doch für dieses Mal. Ihr könnt sie bekommen. Und zwar werde ich diese Lunchboxen... Ich werde es mir überlegen. Ich werde mir überlegen, wie ich das mache, dass ihr sie bekommt. Ich muss jetzt sowieso einen Schnitt machen, weil ich muss jetzt erstmal die Vault verwalten. Und dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. Und bis dahin habe ich nachgedacht. So, Freunde, ich habe die Vault soweit wieder hinbekommen, dass alle wieder ihre Arbeit haben und etc. pp. Heute wird sein. Als Türsteher. Mobile Gamer soll heute für den Türsteher machen. Hier haben wir noch Mrs. Unknown. Mrs. Unknown, du kommst. Wohin? In den Diner. Der Deinhard. Dich habe ich gesehen. So, ich habe auch mir auch was überlegt, was ich mit den Lunchboxen machen werde. Die Spannung steigt, solange ich Mobile Gamer. Einmal bitte zur Tür und zeitgleich gehe ich zur Tür. Das heißt, in dieser Folge produziere ich auch keine Stimpacks, weil ich ja nicht da bin, ne? Logischerweise. So. Jetzt muss ich nur mal kurz ihn zu fassen kriegen. Ich muss die Klamotten ändern. Du brauchst deinen Glücksanzug. Und Mobile Gamer, du hast... Jetzt habe ich dich hier wieder verloren, ey. Mobile Gamer. Da. Mobile Gamer trägt gar nichts. Gut. Perfekt. So. Mein Glücksanzug. L5. Bitte kommen Sie zu mir. L5. So. Bevor wir jetzt irgendwas machen, muss ich wahrscheinlich erstmal vorspulen. So. Kurz den Bug beseitigt. Weiter geht's. Ich springe hier für Dustin ein, der jetzt momentan im Urlaub ist und beim nächsten Mal, das ist das Lustige an der ganzen Geschichte, fangen wir ja wieder oben an, was bedeutet, dass ich wieder dran bin. Cool, ne? Ja, finde ich auch. So, das heißt, ich bin jetzt zwei Wochen hintereinander an der Tür. Lässt sich nicht ändern. Ich helfe ja gerne der Vault aus, dafür bin ich ja da. Ihr seht schon, es hat Defizite für mich. Das heißt, alle, die behaupten, ja, Zero, du hast einen legendären Charakter, ist voll OP, ey. Ja, aber ich bin jetzt zwei Tage an der Tür, weil ich auch Ersatz spiele. So, wollen wir mal anfangen und zwar nicht dein Ernst. So, die Mädels haben es gesichert. Jetzt muss der Rest noch ausbrennen. Und heute werden wir endlich die Aufgaben schaffen. Das hier sogar auch, also diese Woche. Und das hier heute. Glaube ich. Wehe, wir haben nicht 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Wir haben 10 Leute, die trainieren. Wir kriegen heute eine gratis Lunchbox mit dazu. Na gut, gratis Lunchbox. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir haben 3 Lunchboxen. Die möchte ich euch gerne geben als Belohnung dafür, dass ihr hier mitspielt. Und ich habe mir gedacht, ich werde es den aktivsten geben. Beginnen wir mit XX. XX, du bekommst eine Lunchbox. Du gehörst zu den aktivsten hier. Zack. Wir öffnen für XX eine Lunchbox. Gucken nach, was da drin ist. Wir haben einen gepanzerten Vault-Anzug. Wir haben eine Kamera. Wir haben
Nahrung. Wir haben Krokocken. Wir haben Steven Young. Da kriegt der Double X noch einen Charakter. So, das ist damit Nummer 28. Nummer 28. Double X 2. So, der nächste Aktive, den ich rausgesucht habe, ist Kiri. So, Kiri, du bekommst heute eine Lunchbox. Wir gucken mal an, was da drin ist. Das wollte ich nicht machen. So. Kiris Lunchbox beinhaltet seltene Ausrüstung, Klebeband, Kronkorken, Nahrung und ein Swingkleid A6. Mal sehen, Kiri, wo arbeitest du? Kiri, im Superreaktor. Ja, gut. Dumm gelaufen. So. Jetzt haben wir noch einen Gewinner. Wer wird es sein, Freunde? Wer wird es sein? Ich gebe das Ganze. Deadline. Deadline gehört zu den aktivsten. Deadline, du bekommst jetzt eine Lunchbox. Deadlines Lunchbox beinhaltet ein rostiges Repetiergewehr, ein Stimpack, 100 Kronkorken, ein Superkleber und 500 Kronkorken. Gut, das waren nicht die besten Lunchboxen, die wir jemals hatten. Das Beste hatte da tatsächlich Double X. Gut, damit haben wir auf jeden Fall drei Lunchboxen verteilt an die aktivsten. Als Dankeschön, dass ihr mitspielt, so aktiv seid und für alle anderen seid aktiv und beim nächsten Mal kriegt ihr vielleicht auch etwas. Aha. Naja. So, wir schicken den ersten raus und beziehungsweise ich muss erstmal gucken, wie viele Leute haben wir denn derzeit dabei, die aktiv diese Woche mitmachen. So. Gucken wir mal, ne? Wir haben am Start. Lade, lade, lade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdammt. 1, nee. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Leute haben wir heute, beziehungsweise diese Woche aktiv dabei. Das teilen wir durch 3 und dann kommen wir auf eine Zahl von 6, ne? 6. 6 mal 3 sind 18. Das haut doch hin. Gut, wir schicken Deadline zuerst raus. Deadline mit seinem schicken Bleiregen. Falls er nicht trainiert. Ich guck mal kurz nach. Weil währenddessen ich nämlich warte, bis wir neue Stimbacks haben. Ne? Möchte ich schon mal jemanden rausschicken. Das ist effizientes Arbeiten, Freunde. Effizientes Arbeiten. So, Deadline. Der trainiert Glück. Okay, Glück. Glück, Glück, Glück. Deadline, dann schicke ich dich jetzt schon mal zum Glückstrainieren. Haben wir dich nämlich schon mal durch. Das ist der falsche. Ich habe die ganze Zeit zwei Browser offen. Deadline entferne ich somit aus der Liste. Zack. So, wo wir schon mal hier sind. Die Bruderschaft hat sich ein neues Gebäude geleistet und das ist ein Glücksraum. Buff, größer geworden. Zudem kaufen die sich ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus, zack, das kommt dahin. Somit haben sie das auf jeden Fall drin. Kriegt ihr jemals einen Anschluss hierauf, damit sie nicht einmal rumlaufen müssen? Das wäre cool. Naja, ich guck schon mal, was er trägt. Der Deadline trägt nämlich T45A. So. T45A. Zack. Damit kann er gleich rausgehen. Deadline hat genug. Stimpacks und so weiter und so fort. So. Zack. Setz dich hin.
Spaß. So, das ist die Nummer 7 für Deadline. Und damit geht er raus mit 25,15. So. Die besiedeln wir auch noch nachher, keine Sorge. Dann gucken wir nach, wie wir sie pro Folge bekommen. Weil das können wir jetzt schon machen, ne? Wir hatten da einmal Kill 1414, der da arbeiten soll. Weil dann kriegen wir nämlich nebenbei noch Steam Packs. Kill 1414 und wir haben Baxi. Baxi sollte da arbeiten, ne? Baxi. Ja, im Krankenhaus der Bruderschaft. Allerdings hast du Double X nicht eingetragen, was er für Klamotten da reintragen soll, deswegen gehen wir. Ja, okay. Einer von euch muss sein Haustier loswerden. Einer von euch muss sein Haustier loswerden. Passt ja wieder perfekt. Wir gucken mal, was hat denn Baxi für ein Haustier? Baxi hat Zeitkosten, okay, und Kill 1414, was hast du für ein Haustier? Schrott, das heißt, Baxi, tut mir leid, ich nehme dir deinen Hund weg, sonst passt ihr beide nämlich nicht da rein. Geht das hier voran? So. Das Gute ist, ich habe hier gerade momentan zwei Leute hier oben drin, bei denen etwas passieren soll. Deswegen, ja, die Raider nicht weit kommen. So, Generator. Das möchte ich gerne ändern noch. Das werden wir gleich noch unternehmen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Kill 1414. Wo ist er hin? So, du gehst jetzt auch da rein. In einen einfachen Raum passt nur ein Haustier, in einen Doppelraum passen zwei Haustiere und in einen Dreierraum passen drei Haustiere. Das heißt, pro Raum ein Haustier. So. Gut, Baxi, ich erledige das, obwohl das macht Double X, sonst verwirre ich ihn nur. Nö. So. Serana. Serana, du, meine Liebe, gehst auch raus. Aber wir haben noch gar nicht genug Stimpacks, ne? Naja, egal. So, trainieren wir erstmal. Würde ich sagen, trainieren wir erstmal Voltimmobilien. Wir haben Zealot. Wo ist er denn? Ich finde euch gar nicht mehr, ey. Zealot, Zealot, Zealot. Zealot da. Zealot möchte gerne Ausdauer trainieren. Das ist I. Und Kiri. Wo ist sie? Die war hier oben, ne? Kiri. Kiri, du trainierst auch Ausdauer. So, zack. Dann haben wir Kill. Der trainiert Beweglichkeit. Musst du leider da nochmal raus. Du trägst so einen P5-Anzug. Keine Ahnung, habe ich einen Fail gemacht. Was trägt denn Kill 1414? Einen verbesserten Laborkittel. Ah, okay. Das werde ich mal kurz erledigen. Verbesserter Laborkittel. Zack. So, jetzt hast du ausrichten. So, was wolltest du jetzt trainieren? Beweglichkeit. Ah. So. Dann haben wir Terra Boy. Wo haben wir ihn? Da ist er. Terra Boy mit Glück. Und Mr. Grün mit Glück.
So, ich hoffe, keiner von euch hat mehrere Haustiere als nötig. Dann haben wir Baxi mit Ausdauer. Mich mit Glück. Achso, ja, stimmt, ich bin da oben. Ha. Ich krieg Glück. Double X krieg Glück. Also, das ist der falsche Double X. Double X mit Glück. Und Deadline, den haben wir ja mit Glück schon trainiert, ne? Den habe ich denn gerade gelöscht. Mir war schon alles richtig. Ich hatte nur vergessen, die Seite zu laden. Gut, perfekt. Dann haben wir nämlich den Bruder, der kommt mal kurz rein und trainiert Glück. So, fangen wir mit mir an. Ein gratis Glückspunkt. Boom. So, jetzt habe ich nämlich ein Glück von 9. Und ich kriege noch ein gratis noch dazu quasi. Und das nächste Woche, wo ich sowieso an der Wolltür bin. Gut abgepasst, ne? Das heißt, wenn ihr an der Wolltür steht, Leute, denkt dran, da könnt ihr den 10er trainieren, weil da geht ihr ja sowieso nicht raus. So, wir haben Kiri mit E. Du gehst zurück. Wir haben Zealot mit E. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Sicherheitshalber. Man weiß ja nie. So. Dann gehst du wieder zurück. Dann haben wir Kill 1414. Mit A. So, dann gehst du zurück. Dann haben wir hopp, Mr. Grün mit L. Und hier noch einen, dessen Namen ich gerade nicht sehe. Es ist Terraboy. So, 3 Stück brauchen wir noch. Du gehst auch zurück. Terraboy, du gehst zurück. Der Gezin, Alter. Der Gezin. So, dann haben wir hier den Bruder. Mit Glück, du gehst wieder raus. Und Double X mit Glück. Damit gehst du wieder auch zurück. Zack. Haben wir das jetzt gelöst? Wie, mir fehlen noch 2. Also, ich habe den Bruder durch. Ich habe mich durch. Ah. So, hier haben wir Baxi. So. Dann gehst du auch wieder zurück. Zurück, zack. Baxi zurück. So. Und Unknown. Mrs. Unknown habe ich vergessen. So, Kill haben wir durch, Zealot haben wir durch, Kiri haben wir durch, Terra und Mr. Grün. Was ist nur passiert? Schon wieder? Wir haben noch einen gerade draußen. Mann. Wo ist der Bruder? Ist er schon draußen? Da.
Wie soll ich denn jemals Stimpaks zusammenkriegen, wenn ihr alle 5 Minuten angreift? Mädels. Dann klauen ich mir noch meine Kronkorken. Böse Viechers. Bleibt noch einer übrig, die läuft gleich weiter und stirbt dann im nächsten Raum. Ist halt so. Lass mich doch währenddessen die einsammeln. Rostiges Gauss-Gewehr landet auf dem Marktplatz. Jetzt fall um. So, perfekt. So, und nun berechnen wir mal, wie lange die hier brauchen. Die brauchen jetzt 2 Minuten. Das ist genauso lang wie ich. Das heißt, ihr bekommt 30 Stimpacks pro Folge. So, da seht ihr mal, wie gut ich bin. Ich arbeite für 2. Für 2. Na gut. Damit haben wir alles erledigt. Bugsy und Mrs. Unknown ist hier noch. Wieso fehlt mir einer? Das waren mehr als ich brauche. Brauchen wir noch einen, ne? Das sieht niemand, was ich hier tue. Und warum ich es tue, werdet ihr erst in der nächsten Folge erfahren. So, oder in der übernächsten sogar erst. Ich klär's mal auf. Mr. Aschenberg fliegt raus. Wir haben mehr als genug trainiert, ihr habt's gesehen. Ich weiß nicht, warum es nicht gezählt hat. Wir haben mehr als genug trainiert. Wir hatten noch 2 zum Trainieren. Und da waren 2 drin. Aber wahrscheinlich, weil Bugsy letzte Woche schon war, geht das nicht nochmal. Deswegen gebe ich einen Scheiß drauf. Ich gebe einen Scheiß drauf. Na, 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 na. So, gib mir die Lunchbox. So. Geht doch. So. Nächste Quest direkt gleich gelöst. Sammle 270 Wasser, werden wir im Leben nicht hinkriegen. Finde 7 Freunde im Ödland. Das klingt doch schon besser. Wir öffnen unsere Lunchbox, die wir gerade bekommen haben. Hui! Kronkorken, Wasser, Baseballhandschuh, Pistole. Oh. 23% Schadenresistenz Katze erscheint auf der Auktion. Und zwar muss ich jetzt kurz mal ein Snipping Tool machen. So, neu. Die ist alles gerade bei mir ziemlich groß, ich weiß nicht warum. Ich hatte das letzte Mal 4K eingestellt für eine Aufnahme und das ist irgendwie nicht mehr zurückgegangen. Ich muss eigentlich den PC neu starten, eigentlich. So, ich packe das einfach mal hier hin. Auktion. Jo. Zack. So. Damit haben wir das. Und dann würde ich sagen, geht es eigentlich schon weiter? Haben wir 25? Nö. Ja, gut. So, Serana geht raus. Serana, du hast eine Ödlandschirurg. Ein Ödlandschirurg. Zack. Und gehst damit raus. 25,15 für dich. 25,15, zack. Dann haben wir... So, wir haben sogar 5 Freunde im Ödland gefunden. Passt perfekt. Sammle 440 Energie unter einer Minute. Das könnten wir sogar hinkriegen. So auf jeden Fall nicht.
Als nächstes geht raus, Ilja. Ilja, wir gucken mal bei dir im Inventar. Du hast heute mal nichts gemacht. So. Dann haben wir Sealord. Sealord geht raus. Zack. 25, 15. Damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die rausgehen. Einer ist es noch und das ist King Julian. So kriegen wir es hin. Oh, uns fehlt noch Energie. Ja, geh weg. Wie soll man das denn schaffen, wenn das die ganze Zeit im Weg ist? So, Tempomodus. Kommt schon, Jungs. Enttäuscht mich nicht. Boom, 440 Energie. Was kommt als nächstes? Sammle 350 Wasser in Unternehmen. Na gut, schaffe ich sowieso nicht. Hallo? Ihr habt's alle gehört. Es ist aber nicht da. Ja gut, dann halt nicht. King Julian. Dann geh du mal raus. 25, 15. Okay, ich habe da ein bisschen was verkackt. King Julian. Detektiv-Outfit. Wo ist dein Detektiv-Outfit? Ich habe es nämlich vergessen, bei den anderen zu machen. Deswegen schicken wir sie jetzt nochmal zurück. Ich habe es vergessen, bei Sealord. Okay. Deadline hat eine... Okay, gehen wir erstmal da rein. Gehen wir erstmal da rein. Eliminiere die Alpha-Todeskralle. Wieso findest du schon... Ja gut, diesmal bin ich ja nicht draußen. Diesmal kann ich nichts finden. Deadline findet schon wieder etwas. Aber es ist eine riesige Todeskralle. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie macht. Okay, nicht sehr viel. Ja, mit Bleiregen müsste das ziemlich... Ja, guckt euch an. Mit Bleiregen ist das easy. Da versteckt sich was. Ein paar Sachen kriegst du auf jeden Fall. Guckt sie euch an. Die wird zerfetzt, wird sie von ihm. Komm, schneller. Nicht mal ein kritischer bei rausgekommen. Naja, gut. Easy going. Kronkorken. Gar nicht mal so wenig. Nuka-Cola Quantum. Stimpacts. Und ein Giddy. Ach, was ist denn das für ein Loot, sag mal. Gut, zurück zum Mittelland. Gut, bei wem habe ich das verkackt? Bei Ilja habe ich es verkackt. Und bei Sealord. Die beiden müssen nochmal kurz zurück und dann wieder rausgeschickt werden. So, Sealord, komm nochmal zurück. Und Ilja, du kommst auch nochmal zurück. Beginnen wir mal mit Ilja. Und Sealord, du kommst auch mal schnell zurück. So. Ja, ja, verkaufen wir alles. Zack. Ilja trägt nämlich eine schicke, förmliche Kleidung. Wo ist sie denn? Schicke, förmliche Kleidung. Zack, und dann kannst du wieder rausgehen. Was ist mit deinen Stimpacts passiert? Achso, er hatte ja keine. Fast vergessen. So, dann Sealord. Haben wir die gleichen Sachen gefunden. Sealord trägt nämlich ein Horror-Fan-Outfit. So, damit kannst du jetzt aber rausgehen.
So, damit haben wir es erledigt. Wir haben heute auch schon ein Gebäude gefunden. Das heißt, ich werde jetzt direkt vorspulen und wir sehen uns gleich, wenn alle wieder zurück sind. Ja? So. So, wir haben eine Lunchbox bekommen. Komm, die letzten paar Meter können wir auch so machen. Die meisten sind schon zurückgekehrt. Nur Deadline läuft logischerweise schon seit 3 Tagen und 7 Stunden. Ich spule jetzt nochmal 2 Stunden vor. Dann seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Dann sehen wir, er hat noch einen. Das heißt, ich spule jetzt 1 Stunde vor. Und das ist jetzt immer so der kritische Augenblick, wo ich ein bisschen Angst um euch habe, wenn ich 1 Stunde vorspule. Ich glaube, Deadline wird nicht sofort sterben. So ist es nicht. Aber bei den meisten ist das immer so ein kritischer Augenblick. Und jetzt schicke ich auch Deadline zurück. Er ist so weit fortgeschritten, dass es jetzt gefährlich wäre, vorzuspulen. Weil jederzeit kann ein Supermutant kommen und ihm zack alles wegfetzen. Ja, cool. Dann laufen wir zurück. So, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar der gute alte Ehrengardist möchte gerne etwas bauen. So, wir gehen auf Ehrengardist. Ehrengardist, du gehst mal darunter. Er möchte gerne die Rache bauen. Und dazu werden wir ihn unterstützen. Er benötigt dafür aber einige Sachen. Da gucken wir uns gleich mal an, was bei rauskommt. Wenn er langsam da unten ankommt. Der Mr. Handy... Wessen Mr. Handy bist du? Achso. 24. 24 war... Double X. Kann er jetzt zu Double X runter? Nein. Wessen warst du? Nummer 6. King Julian, ja gut. Dann musst du aber woanders hin. Wir haben eigentlich kaum noch Platz für die, ne? Na gut, dann bleib da. Dann bleibst du halt da. Ist halt so. Nö. Weil eigentlich müsste ja... Obwohl, wir tauschen einfach. Wir tauschen einfach. Zack. Zack. Weil der von Kill 1414 muss dahin. Weil es ja seiner ist. Nö. Hier ist der von Ehrengardist. Reinhard Schild da unten. Nö. Perfekt. Wessen bist du von Deadline? Deadline arbeitet wo jetzt? Im Diner. Ja, da kann er nicht hin. Gut. Da ist alles in Ordnung. Alles perfekt. Und Ehrengardist möchte gerne bauen. Und zwar die Rache. Wo ist sie denn? Rache da. Dafür braucht er 5 Mikroskope. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Militärplatinen. 1, 2, 3. Und 2 Giddies. Hat er. Gut, dann kann er sie jetzt bauen. Fairness halber werde ich jetzt nochmal 3 Tage vorspulen. Oder auch nicht. Was soll denn das? Kriegt mich das auf. Naja. Solange clear ich mal das Inventar von Ehrengardist. Zack. Die Rache wird ja noch gebaut. Keine Ruhe vor den Deppen. Keine Ruhe. Da ist der erste tot. Der ist der zweite tot. Der ist der dritte tot. Der letzte läuft wieder mal zu den Leuten, die aussortiert werden. Wobei Mike geht eigentlich nur in den Urlaub. Er hilft gerade kurz aus vor seinem Urlaub, ne? Ihr wisst ja, wenn ihr in den Urlaub gehen wollt, dann ist an dem Tag, wo ihr in den Urlaub gehen wollt, immer so viel los. Und das erlebt Mike gerade. Wer kennt das nicht? So. Gut. Er baut jetzt 12 Tage lang. Wir werden noch einmal ganz kurz 3 Tage fairnesshalber vorspulen, weil ich jetzt 3 Tage auch vorgespult habe, bis die Leute zurückgekommen sind. Hat es insgesamt 3 Tage gedauert, ihr habt es ja gesehen.
3 Tage und 7 Stunden. Oder was weiß ich. Waren das 7 Stunden? Gut, spulen wir nochmal 7 Stunden vor. Oh, 15 Uhr. So. Fairness halber ist alles wieder so, wie es sein sollte, ne? 9 Tage, 4 Stunden. Perfekt. Gut, ich würde sagen, wir schicken die Leute rein. Wir beginnen mit Deadline. Deadline, wie viel Inventarplatz hast du denn frei? Deadline hat 1, 2, 3, 4. Ich weiß, wir hatten eine Lunchbox geöffnet, aber die kann er separat dann, was weiß ich, wo angucken. Weil Lunchbox, passt schon. Lunchbox, da kriegt man nochmal extra, extra Platz, würde ich sagen. Weil sonst bringt das ja alles nichts. Weil die können ja nicht wissen, dass die Lunchbox bekommen haben. So, 4 Sachen kannst du tragen. 10.834 Kronkorken plus 760 Kronkorken. Und was suchst du denn? Deadline sucht gar nichts, okay. Du kannst Nora-Fan-Outfit behalten, meinetwegen. Ninja-Outfit, sieht auch gut aus. Wir gucken gleich mal nach, was er behalten kann und was nicht, weil so viel Platz hat er ja gar nicht, ne? So, ein Giddy noch. So, mit dem Giddy sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Okay. 4 Sachen haben wir jetzt noch. Wobei, den holen wir mal weg und behalten den hier. Du bekommst eine dreieckige gefaltete Flagge. Du bekommst 2 Golduhren. Du bekommst ein Giddy. Und das war's. Plus 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800. Jetzt hab ich den Faden verloren. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 850, 900, 1000, 1100, 200, 300, 400, 500, 600, 1600 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Wir sammeln dich ein. Serana. Du hast 4672 Kronkorken gefunden, plus 440 Kronkorken. Serana, du kannst 4 Sachen tragen. Jetzt sind wir gerade bei 3 Sachen, perfekt. Du bekommst einen gehärteten Flammenwerfer, 15 bis 18 Schaden. Offiziersbekleidung S5 und robuste Ödlandsausrüstung E5, plus 100, 200. 300, 400, 500, 600, 650 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Wir sammeln dich ein. So. King Julian. 4528 Kronkorken plus 480 Kronkorken. King Julian, du kannst tragen 5 Sachen. Zack, zack, zack. So, du bekommst von mir eine gehärtete Kampfflinte, 18 bis 16, 13 bis 16 Schaden. 50, 100, 200, 300, 400, 450 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Sealord 2250 Kronkorken plus 400 Kronkorken. Sealord, du suchst gar nichts, du hast Platz von 6. Du bekommst meinetwegen den verbesserten Strahlenschutzanzug und wir sammeln dich ein. Nein, ich habe vergessen, das Geld zu zählen. Aber es war alles übersichtlich, alles gut. Ilja, 1545 Kronkorken plus 130 Kronkorken. Ilja, du hast 9 Plätze frei. Du hast davon nichts. 104 Kronkorken. Wir sammeln ein. Ja. Damit sind wir durch. So, kleine Info zum Ende für euch, alle, die mitmachen wollen. Wir haben hier verschiedene Leute, die noch frei sind. Zum einen haben wir hier Dümmer 14, der Bruder. Dann müsst ihr die Bruderschaft fragen, denn der gehört dieser Charakter. Hier haben wir die 28, gehört Double X, dann müsst ihr Double X fragen. Das ist XX303, glaube ich, oder 302.
Die Schwester gehört auch der Bruderschaft, könnt ihr auch die Bruderschaft fragen. Jetzt kommen wir zu denen, die, für die ihr euch bewerben könnt. Ihr könnt euch für die 18 bewerben mit Name und Nummer. Ihr könnt euch nicht für Kyago. Ihr könnt euch für die 26 bewerben mit Name und Nummer. Und für die 7 mit Name und Nummer. In die Kommentare, fertig aus, Nikolaus, mehr braucht ihr nicht. Ne, mehr braucht ihr nicht und wir öffnen zum Schluss noch unsere schicke, schicke Lunchbox, die wir heute bekommen haben. Heute haben wir ziemlich viele Lunchboxen geöffnet, ne? Eine Militärplatine erscheint auf dem Marktplatz. Wir haben Energie, wir haben Gefechtsrüstung, wir haben Kronkorken, wir haben ein Professoren-Outfit, auch auf dem Marktplatz erhältlich, nur für männliche Charaktere, sei dazu gesagt. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Unsere Vault ist ein bisschen jetzt am Schrumpfen. Ne? Wir haben ja momentan keine neuen Bewerber. Einfach wahrscheinlich, weil die Folgen geteilt sind, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Als ich eine Folge durchgehend gemacht habe, haben sich irgendwie mehrere beworben. Momentan irgendwie, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall einen Bewerber und der wird auch dabei sein. Und zwar höchstwahrscheinlich für die 26, habe ich gesehen. Das heißt, die 26, da braucht ihr euch nicht bewerben. Ich guck noch mal kurz. Wir können ihn ja jetzt schon mal einladen, damit er weiß, dass er drin ist und sich darauf vorbereiten kann, dass er in den nächsten Folgen rausgeht. Huch, könnt ihr die Kommentare noch erweitern. Da. Und zwar haben wir Sir Amigo, der sich richtig beworben hat. Ich zeige euch jetzt mal, wie man sich bewirbt. Hier, da. Einfach 26 und euren Namen, den ihr wünscht. Mehr braucht es wirklich nicht. Mehr nicht. Und damit ihr alle zurechtkommt in der Vault und euch Tipps holen könnt, ich habe ein Discord. Das ist dieses wunderschöne Dingenskirchens hier. Und in der Beschreibung dieses Videos ist ein Link. Diesen kopiert ihr mit Steuerung C oder Rechtsklick und kopieren. So. Dann ladet ihr euch Discord runter, drückt auf dieses Plus, tritt einem Server bei. Und hier kopiert ihr quasi nicht euren Namen, sondern den Link, der unten in der Beschreibung ist. Da kopiert ihr ihn rein, drückt auf Beitreten und schon seid ihr hier drinne mit ja, ganz vielen Leuten, die auch noch mitspielen wollen und mitspielen. Und hier könnt ihr auch fragen, wie das Ganze funktioniert, ob ihr vielleicht von der Bruderschaft etwas bekommen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur schreiben, was weiß ich, @Bruderschaft, ne? Da könnt ihr auch, keine Ahnung, den anklicken, mir egal. Hauptsache, ihr sprecht jemanden aus der Bruderschaft an. Ihr könnt vor allem auch Double X ansprechen. Einfach nur @Zeichen, Double X und also zwei X schreiben. Und dann könnt ihr jemanden anklicken und ich empfehle euch den X302 anschreiben. Und dann sagt ihr, hey, du bist klasse. Kann ich in eure Gruppe und den und einen Char von euch haben. So, fertig aus. Und mehr braucht ihr nicht machen. Und dann werden sie darüber spekulieren, mit euch schreiben höchstwahrscheinlich und dann gucken. Ich lösche das Ganze mal wieder. So, gut. Ich habe euch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst wirklich nicht viel machen, um mitzumachen. Einfach die Folgen verfolgen. Euren Charakter verwalten. Ihr habt gesehen, wir haben hier ein Inventar. In diesem Inventar werden eure Sachen sein. Dieses Inventar ist öffentlich ansehbar. Dafür habt ihr auch hier im Discord die Links und mehr. Ganz oben findet ihr dafür halt den Inventar und den Marktplatz. Immobilien fürs Training. Dann klickt ihr halt drauf und dann seht ihr halt euer Inventar und könnt entscheiden, hey, ich will den Baseballschläger und das Gaussgewehr verkaufen. Dafür kriege ich ein bisschen Geld. Ich möchte den Druckluftflammenwerfer auf dem Marktplatz packen für 1000 Kronkorken. Und aus meinem Schrott baue ich eine Waffe. Aber dann muss euer Schrott schon stimmen. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.